Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier auf dem Play at Home Kanal und hier bei diesem Video zu Worshippers of Cthulhu oder Worshippers of Cthulhu, je nachdem wie ihr es aussprecht. Wir sind endlich hier gemeinsam, um uns dieses Spiel anzuschauen, denn ungleich der Demo, wo ich vielleicht ein wenig zu spät dran war, habe ich es geschafft, diese Early Access Phase gleich zu Beginn zu erwischen und euch jetzt hier in diesem Video ein bisschen etwas zu diesem Spiel zu präsentieren und auch gleichzeitig etwas über das Spiel herauszufinden. Denn ich habe es ebenfalls noch nicht getestet. Das bedeutet, ich bin jetzt hier das erste Mal, so wie ihr vielleicht auch das erste Mal hier seid. Ich habe das Einzige, was ich gedrückt habe, ist auf neues Spiel und bin dadurch auf den ersten Bildschirm gekommen, der gleich danach kommt. Deswegen könnte ich hier auf Weiter drücken. Ansonsten bin ich ebenfalls hier ein Neuling in unserem Kult, den wir in diesem Spiel aufbauen können. Denn in diesem Spiel, in diesem Strategiespiel, soll es darum gehen, einen Kult zum Größeren zu steigern, um dadurch letztendlich auch einen großen Alten auf die Erde zu holen. Das heißt, wir, je nach Sichtweise, befinden uns auf der Seite der Bösen, beziehungsweise auf derjenigen, die genug haben von der Erde, beziehungsweise auch denken, wenn ich hier etwas tue, dann ist es für das große Ganze. Ohne weitere Umschweife starten wir jetzt mal ein neues Spiel und dann seht ihr auch gleich, wie das Ganze aufgebaut ist. Und das war auch das Einzige, was ich bislang schon gesehen habe, nämlich, dass wir hier verschiedene Stationen scheinbar auf der Welt irgendwann mal erreichen können. Und bislang im ersten Kapitel uns befinden, der Traumschleier. Deine lange Reise zu einem prophezeiten Land, das eine Öffnung zum heiligen Relier beherbergt, ist zu Ende. Kannst du deinen Kult am Leben erhalten? Kannst du die Geheimnisse des Alten ergründen? Das wollen wir jetzt herausfinden und beginnen einfach mal mit dieser Einführung in das Spiel und gucken, wie es losgeht. I am not a harbinger of destruction. I am but a herald of cosmic rebirth. Our purpose is not to sow chaos, but to embrace the inevitable evolution that awaits us all. Humanity is insignificant, pitiful in its smallness. Our existence is a fleeting whisper in the cosmic winds. And only by awakening Cthulhu can we transcend our feeble existence. In one profound act, we can shake the foundations of the universe. Let us awaken Cthulhu, for in his awakening lies the catalyst for a cascading effect that will reshape the cosmos, and a new order shall emerge. The path ahead is treacherous, fraught with challenges, yet it is the only path worth treading. Let us forge a destiny that transcends the mundane. Okay, da sind wir doch dabei. Ja, deswegen sind wir ja hier. Also ich weiß nicht, wer jetzt denkt, lieber nicht, ist vielleicht falsch am Ort, aber das ist ja ein gutes erstes Opfer. Von daher passt das ja auch. Ja, ein guter Spruch von Lovecraft darf natürlich nicht fehlen. Never wavering, my venerable high priest. Your guidance has proven prophetic. The structure before us, etched with our Lord's symbols, emerged as if unveiled at our approach. A certain sign of our fated arrival to this prophesied land. We've reached the edge of his holy realm, Ryle. Ryle, okay. Und da geht es los. So, um ein Objekt zu zerlegen, wähle es aus und deine Leute beginnen mit dem Zerlegungsprozess. Deine Leute können immer nur ein Objekt auf einmal zerlegen. Na gut. High Priest, we may scavenge the fundamental provisions required for our settlement from the remnants of our ship-shattered hull.
Your steadfast acolyte shall heed your command, toiling tirelessly at your behest. Gut. Dann, was haltet ihr denn davon, genau dieses Schiff mal zu zerlegen? Das habt ihr wunderbar gemacht. Um ein Gebäude zu bauen, wähle es im unteren Gebäudemenü aus und entscheide dich für eine Kategorie. Für den Bau von Gebäuden müssen Materialien ausgegeben und eine Bauhütte in der Nähe errichtet werden. Alles klar, also Gebäudemenü und Bauhütte. Und dann? Um das Gebäude zu drehen, verwende diese und diese Buchstaben, okay. Zum Abreißen kannst du nochmal Q verwenden und das Abreißen-Werkzeug wählen, okay. Also, wir haben... Perhaps it's time your followers have proven their worth by constructing a lumberjack and lumber mill to secure our survival. Also ein Holzfällerwerk und oder ein Sägewerk, jawohl. Dann geht es los. Ja, natürlich, strategietechnisch kommt es jetzt auf an, so wie es aussieht, dass wir uns hier bestens positionieren. Und dann nehmen wir auch einfach mal das. Und gleichzeitig wollen wir ein Sägewerk dazu bauen. Das hat scheinbar keine großen Einflüsse auf den Ort, wo wir es bauen. Weil es mir gefällt, bauen wir das einfach mal nicht am Hafen. Wer weiß, vielleicht brauchen wir den noch. Aber wir könnten das ja einfach hier hinbauen. Die Bauhütte stellt ein Bauteam zur Verfügung, das über Straßen anreist und deine Bauwerke errichtet. Jedes Bauteam kann jeweils ein Gebäude errichten. Also wir brauchen eine Bauhütte, damit es dann Bauwerke errichten kann. Und jedes Bauteam kann immer nur ein Gebäude errichten, okay. Und das ist dann im Allgemeinen. Okay. Dann bauen wir das einfach mal. Ja, was ist denn? Also wir haben ja ganz viel Holz. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so schlimm ist, dass wir jetzt hier ein bisschen Holz wegnehmen dafür. Deswegen würde ich das einfach mal hier hinbauen. Ich habe bislang natürlich noch überhaupt keinen Plan, ob das so Sinn ergibt. Und wir sehen ja auch, wir haben hier ganz viele Sachen, die abgeholzt werden können oder abgebaut werden können. Und deswegen machen wir das gleich mal parallel. Und jetzt brauchen wir diese Schotterstraße. Und die Schotterstraße muss von der Bauhütte auch zu beiden Dingen gelangen. Haben wir das damit jetzt schon erreicht? Oder ist das hier der erste Grund? Nee, das ist tatsächlich nicht der Anschlusspunkt. Es gibt also sowas wie eine Vorder- und Rückseite. Höchstwahrscheinlich das hier. Und dann müssen wir das hier auch so verbinden. Oh weia. Ich habe vielleicht schon wieder kompletten Schwachsinn gebaut. Aber so müsste es doch jetzt eigentlich erreichbar sein. Nicht mit dem Hauptlager verbunden. Ach so, vielleicht ist das ja auch einfach. Ah, okay, okay. Da ist jetzt wieder die Frage, wo ist denn... Wir können das nebenbei wieder abholzen oder abbauen lassen. Wo ist... Gibt es denn hier jetzt auch sowas wie einen Haupteingang? So, jetzt haben wir alles umkreist. Aber es passiert immer noch nichts. Nebenbei lassen wir das hier abbauen. Da frage ich mich jetzt, woran hat die Lege, ne? Das fragt man sich am Ende immer. Weil alles ist damit verbunden. Ja, okay. Also wir könnten natürlich, das haben sie uns ja gesagt, auch nochmal die Gebäude abreißen. Und dann machen wir das einfach auch nochmal. Und fangen das Ganze nochmal von vorne an, um einfach dieses... um die Möglichkeit hier zu haben,
auch ordentlich etwas zu bauen. So. Jetzt sind die weit genug auseinander. Und jetzt muss doch aber eigentlich hier die Möglichkeit sein, das mit so einer Schotterstraße auch zu verbinden, oder nicht? Können wir doch nicht erzählen, dass das jetzt schon hier die erste Hürde ist, die ich nicht schaffe zu meistern. Nicht mit dem Hauptlager verbunden. Ach, ich Depp. Okay. Ach Gott. Ey, wenn das ein großer Alter sieht, der würde mich sofort opfern. Das war jetzt wieder mal eine Nullnummer, würde ich mal so behaupten, ne? Aber gut, jetzt haben wir's. Wir haben's kapiert und es passt. Jawohl. Die obere Anzeige zeigt die Zahl der Obdachlosen, die nicht arbeiten können. Wir haben 6, okay. Um obdachlose Anhänger in Arbeiter zu verwandeln, musst du ihnen eine Behausung geben. Ja, das ist doch kein Ding. Hier, baut das bitte erstmal ab. Und dann könnt ihr parallel, als ob ich es gewusst hätte, hier noch ein schönes Haus hinbauen, direkt neben der Arbeitsstätte. Ist ja nicht so, dass ich an alle denke. Jawohl, baut das auch mal parallel ab. Yay! Ach, einer, okay. Wir brauchen 3. Ja, baut das mal noch ab. Dann machen wir natürlich schöne Nachbarschaft. Dann lasst mal das hier abreißen. Sieht nämlich nicht ganz so schön aus. So. Jawohl. So, und dann machen wir... Bauen wir die Nachbarschaft noch ein bisschen aus. Lassen noch Platz, dass im Hafen höchstwahrscheinlich noch irgendwas anderes hinkommen kann. Und haben dann aber auch alles schon soweit fertig. Ist jetzt halt, na, sehr provisorisch. Das ist unser erstes Kultistenlager, was wir hier jemals aufbauen. Deswegen sollte es optisch jetzt auch nicht allzu hübsch werden. Das könnt ihr nicht von mir erwarten. Aber es kommt so langsam Gang hier auf. Um einen Arbeiter zuzuweisen, wähle das Plus-Symbol in der Anzeige des Gebäudes und wähle einen arbeitslosen Anhänger aus. Jeder Arbeiter kann nur einem Arbeitsplatz zugewiesen werden. Okay. Also, ja, fang nochmal von vorne an. Das, okay. Und was noch? Produktionsgebäude werden entweder Gegenstände aus der Umgebung generieren oder ein Material in ein anderes umwandeln. Die Performance gibt an, wie schnell ein Material produziert wird. Um zu sehen, was die Produktionszeit beeinflusst, gehe zum Abschnitt Faktor in dieser Anzeige. Alright. Now that shelter is secure, your disciples stand prepared for labor, High Priest. Select your devoted followers and initiate the ceaseless work to advance our cause. Lass mal, ich baue mal noch 2 Häuser, damit wir für alle Obdachlosen ein Haus besitzen. So, denke, das sollte passen. Und jetzt. Wir haben Thaddeus Corray, wir haben Ambrose Lang, wir haben Winthrop Kirwin und wir haben Zenobia Ward und wir haben Horace Wilmot. Also für alle, die natürlich hier den Geschichten von Lovecraft und Co. lauschen, die wissen, jop, die haben hier schön den Zufallsgenerator angeschmissen und haben dadurch auch die Möglichkeit, verschiedenste Namensgebungen zu geben. Spezialisiert ist der in einen Umhang zu schneidern, das ist die Schaffarm, Maiskocher, auch Umhänge und Maisplantagen. Alles klar, alles sind Arbeitslose. Ja, was haben wir jetzt hier als erstes? Die
Das ist... Jawohl. Dann gehen wir als erstes hier mal von mir aus hin. Der Dias klingt so, als ob er ein Holzfäller wäre. Und... Jawohl. Machen wir hier auch im Sägewerk. Da arbeitet bestimmt Winthrop. Jawohl. Der gute alte Maiskocher Winthrop. High Priest, the production of planks remains sluggish. Disassemble the remnants of those who came before us and claim their resources. Their failure may yet enrich the soil upon which our cult will thrive. Na, das haben wir doch schon fast geschafft. Wunderbar. Ich frage mich jetzt natürlich, warum weise ich denn nicht die anderen auch noch zu? Könnte ich doch machen. Mache ich auch erstmal. Oh, kündigen. Kündigen ist immer schlecht, aber muss vielleicht getan werden. Und hier. Jawohl. Machen wir noch Ambrose ebenfalls dazu. My High Priest, there is a matter that needs your attention and judgment. Show them the might of our God. Make them feel and feel the ecstasy of life. Ja, und wie? Untersuche die Ruinen in der Nähe des mysteriösen Lochs und das Problem mit den Gläubigen. Okay, ich nehme mal stark an, das hier ist das mysteriöse Loch. Ja, okay. Auf dem Weg dahin, ja, könnt ihr das mal machen, was Ritualopferstätte. Die obere Anzeige zeigt deinen derzeitigen Kultfanatismus. Moment, der ist ja noch ganz schön niedrig bei uns, was soll denn das? Aber gut, du kannst die Zahl erhöhen oder verringern, indem du Entscheidungen triffst und Aktionen unternimmst, die mit Maske gekennzeichnet sind. Fahre mit der Maus über eine bestimmte Schwelle, um die Effekte zu sehen. Fanatismus. Wie derzeitiger Fanatismus 7. Bis zur nächsten Schwelle fehlen uns noch 70. Der Alte. Um dem Alten dafür zu danken, dass er ihnen erlaubt hat, auf seinem Land anzukommen, bereiten deine Leute rituelle Türme aus Holz vor. Jeder Turm enthält 2 gefangene Tiere, die sich gegen die Seile wehren, und einen Gefangenen, der von deiner langen Reise mitgebracht wurde. Der junge Mann schreit mit zerrissener Stimme, ihre irren Augen und tiefen Wunden am Körper. Du wirst gebeten, die Fackel zu werfen, um die Feiern zu beginnen. Entzünde die Türme so, dass sie langsam und schmerzhaft brennen. Befreie das Opfer von den Türmen. Hallo, wir sind ein Kult. Los geht's. Als den Opfern der letzte Atemzug entzogen wird und die Aufregung der Kultisten ihren Höhepunkt erreicht, ändert sich plötzlich alles. Etwas. Die Menschen beginnen zu schreien und zu brüllen. Du erhaschst einen Blick auf die Vision, die sie sehen. Eine majestätische Tentakelgottes schlängelt sich aus dem Abgrund und vertropft Blut und Gedärme, die den Boden bedecken. Wo das Blut fällt, erscheint ein neues Materialpaket. Gut, die Vision verblasst und mit dir dein Bewusstsein. Oh ja. Gib alles her, was du hast. Wir nehmen es dankend an. High Priest, have your senses been rekindled? Ja. At the culmination of the ritual, both of us fell into unconsciousness. Oh nein. Passiert. Passiert den Besten. Ja. Ältesten Gunst erlaubt es dir, heilige Gebiete zu besiedeln und neue Gebäude freizuschalten. Verwende das Ältesten Gunstmenü, indem du mit einem Symbol im Gebäudemenü interagierst. Mit welchem? Mit dem in der Mitte. Alles klar. Verzeihung, ich habe ihn unterbrochen. Gib Ältesten Gunst aus. Ja, um das Gebäude freizuschalten, wähle es aus und gib deine Ältesten Gunst aus, um es im Gunstfenster freizuschalten. Ja, ich klicke dann da oben. Das schaffe ich. Hier, Opferaltar. Wird verwendet, um ein Opfer darzubieten. So, das waren auch die Punkte, die wir haben. Von daher, wo
sind wir denn hier gelandet? Finanzen. Einheiten 6, ja, okay. Produktion, da sehen wir also alles, was wir so brauchen. Wir haben 6 Anhänger, davon alles Novizen. Das sind die Kultmitglieder, die gerade hier bei uns sind. Die Quests, die wir haben. Baue einen Opferaltar für den Gott, das schaffe ich. Dann gehen wir hier raus. God spoke to us through images and visions revealing the sacred truth. Vision of a perfect temple hanging by the edge of the holy abyss. Speak the command, High Priest, and we shall erect this maiden monument bestowed upon us by our sovereign. Alles klar, dann wird das auch jetzt gemacht. Wir bauen den Opferaltar. Ach, genau hier drauf. Ja. Ja, das ist doch kein Problem. Also ich denke, wir müssen auch eine Schotterstraße gleich wieder hinbauen. Ansonsten kommen wir auch gar nicht hin. Ich finde es schön, dass hier in der Gegend schon so ein paar Sachen angedeutet werden, die dann höchstwahrscheinlich auch später noch ihre Wichtigkeit haben. Und so ganz groß ist die Insel, wo wir jetzt sind, ja sowieso noch nicht. Oh, hallo. Wer bist du denn? Finui, Meglafen, Getulurie. Ja. Jawohl. Neues Ritual freigeschaltet. Ritual für Gunst. Dieses Ritual ermöglicht es dir, Gunst zu erlangen, indem du ein Bildnis schnitzt und ein Opfer darbringst. Bringt uns Ritualsegen. Oder kostet Ritualsegen, werden wir gleich herausfinden. Als Gläubiger kannst du deinen Gott um Segen bitten. Zum Beispiel kannst du um Ältestengunst bitten, die für den Bau und die Freischaltung von Gebäuden benötigt wird. Alles klar. So. Jawohl, Meister. Ältestengunst. Das ist das. Das haben wir. Okay. Also. Wir haben also eine langsame Produktion hier. Bringe dem ältesten Fürst das erste Opfer dar, um seine Gunst zu erlangen. Do you hear his whisper? Wow, alles klar. Dann, damit wir da auch hinkommen, würde ich sagen, bauen wir erstmal eine Schotterstraße dahin. So. Eine wunderschöne Straße, die den Wald einschneidet. Und ich nehme mal an, wir müssen uns jetzt hier, müssen wir das Ritual beginnen. Okay, füge Materialien zum Fertigen des Opferbildnisses zu. Aha. Aha, es gibt also verschiedene. Wir können uns, so wenn ich das jetzt richtig sehe, das leisten hier. Nee, das passt so. Wir lassen es erstmal so, ohne es irgendwie nochmal groß zu verbessern. Alles klar, das Schnitzen ist im Gange. Und dann können... Ja, während das schnitzt, gucken wir zum Lagerfeuer, was da jetzt alles los ist. Encountering the harbinger of God and the living conditions of your flock distort their minds.
pitiful, unenlightened souls. Bleh. Yet, we should attend to their primal needs, to amend this destruction. I have carefully recorded the needs of the faithful within their houses, all for your noble purpose. Okay, also die brauchen scheinbar auch noch irgendwas. Betritt ein Haus, um die Bedürfnisse des Anhängers zu sehen. Wow, wow, wow. Okay, Glaubenseinnahmen. Deine Leute generieren mehr Glaube und arbeiten härter, je mehr Bedürfnisse du erfüllst. In der Behausungsanzeige kannst du die Bedürfnisse deiner Anhänger sehen. Ja. Also nochmal. Begin by stating your followers' initial cravings. Construct the Elder's Temple. And offer calm. Muscheln? Okay, also errichte einen Ältestentempel und biete Muscheln an. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also, ja, hier haben wir Horace Wilmot. Ach, du bist arbeitslos. Ja, schade. Wo sieht man denn jetzt hier die Grundbedürfnisse? Gerade nirgendwo. Sehe ich das für... Ach, man könnte ihn jetzt sogar umbenennen, aber nö, das passt schon. Hier sind die Bedürfnisse. Der möchte Mais kochen, der braucht Muscheln, der hätte gerne einen Umhang, er würde einen Ältestentempel gerne haben und ein Umherzieher, was auch immer das dann ist. Bringe dem Ältestenfürst das erste Opfer, um seine Gunst zu erlangen. So. Wollen wir erstmal das abschließen, die Schnitzerei. Blessed are we by the magnificent tendrils of our God's liege. But I will have to quell the fear in our faithful, guiding them to all. Yeah. Evil awaken. Okay, dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Vielen Dank. Ritual automatisch abschließen immer wäre möglich. Ja, können wir ja erstmal anklicken. So. Schalte einen Ältestentempel frei und baue ihn. Das müssen wir also hier machen. Den Ältestentempel. Wir haben Ältestentempel und Muschelsammler. Wir haben allerdings jetzt erstmal nur so viel. Das bedeutet, entweder wir entscheiden uns jetzt für den Part hier und können noch keine Muschelsammler produzieren. Oder wir erhöhen den Eifer in der Nähe der lebenden Gläubigen zum Gebet zu gewisser Anhängung Fanatismuspunkte. Ja, wir nehmen erstmal den. Das geht jetzt noch nicht. Das heißt, da müssen wir jetzt drauf hinarbeiten. Wir brauchen wieder 10, wir haben 2. Den... Ältestentempel, das Einflussgebäude, okay. Einflussgebäude, wie der Ältestentempel werden die Bedürfnisse deiner Herde in ihrer Reichweite beeinflussen und erfüllen. Um zu sehen, ob die Reichweite dieses Gebäudes die Häuser deiner Anhänger erreicht, wähle es aus und suche es in der Haus. Ah, in der Hausanzeige davon, alles klar. Sehr gut, jetzt würden alle Gebäude davon profitieren, auch wenn ich es hier hinbaue. Sehr schön. Dann machen wir das doch. Bauen wir es dorthin, damit jeder meiner Einwohner dort davon auch etwas hat. Dann haben wir das. Erfülle die ältesten Tempelbedürfnisse aller Anhänger. Das können wir gleich machen. Erfülle die Muschelbedürfnisse aller Anhänger. Ja, das können wir noch nicht, weil wir brauchen erst noch dafür Punkte. Das haben wir also jetzt geschafft. Okay, okay. Vielen Dank. Woran sieht man denn, wie viel wir haben? Bislang haben wir 0. Das ist dann das hier unten. Verstehe. Noch einen ältesten Tempel brauchen wir jetzt nicht. Wir haben das alles. Alles klar. So, ich würde gerne mal gucken, ob man auch Anhänger opfern kann. Nein. Wir könnten jetzt uns noch so ein...
schönes Idol schnitzen. Dadurch würden wir 12 Punkte kriegen, was wiederum gleichzeitig bedeutet, wir können dann auch dies andere bauen. Ja, dann machen wir gleich mal Auto abschließen, damit wir das auch automatisch gleich haben. Das heißt, das ist dann also auch gleich erledigt. Gibt es noch irgendwo was zum Abreißen? Erstmal nicht unmittelbar in dieser Nähe. Das ist noch, jawohl, und das ist auch noch dabei. Super. Erhöht den Eifer der in der Nähe lebenden Gläubigen. Zum Gebet zugewiesene Anhänger generieren Fanatismuspunkte. Alles klar, aber warum dürfen wir jetzt keinen zuordnen? Weil wir haben ja eigentlich noch jemanden, der nicht arbeiten kann. Ganz genau. Aha, guck mal, Cassiopeia Miskatonic ist eigentlich gerne Holzfäller. Das heißt, die ordne ich jetzt mal zu den Holzfällern dazu. Das bedeutet, ich muss dementsprechend aber leider... Wer bist du? Du bist Ambrose Lang. Den muss ich kündigen. Aber dafür kann ich sie zuweisen. Mal schauen, ob das gleich irgendwas an Auswirkungen hat. Scheint erstmal nicht so. Gut. Ja, also die hat voll Bock drauf, Holz zu hacken. Und unser Schnitzereien-Idol ist jetzt fertig. Und da kommt doch wieder unsere wunderschöne... Jawohl. Kleine Tentakelfreundin. Und... Damit haben wir jetzt genug Punkte, um... tatsächlich auch Muschelsammler freizuschalten. Und da wir jetzt Muschelsammler freigeschaltet haben, ist auch gleich das wiederum erledigt. Die Muscheln. Am Strand, als hätte ich es vorhin erahnt. Da es egal ist, bauen wir das... Ja, machen wir das hier an den Rand. Und da fehlt... eine Straße. So. Wunderbar. Da kommen sie gerade angeschlichen. Ja. Okay. Wie sieht's denn eigentlich hier mit unserem Glauben aus? 60. Vorher waren es 50. Naja, ein bisschen besser. Und wie geht's euch so? Da kann man leider nicht draufklicken. Aber ist auch nicht schlimm. Kein Ding, wir haben genug. Muschelsammler haben wir hier nicht, ne? Umhang, Mais, nee. Dann einmal dich und einmal dich. Wenn ich jetzt noch ein Haus baue, ob da noch einer kommt, können wir gleich mal testen. Mach mal am besten hier so hin. So. Sehr gut, erfülle die Muschelbedürfnisse aller Anhänger. Die Muschelbedürfnisse aller Anhänger. Naja, zu wenig Obdachlose. Okay, also bringt nichts, aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein Haus, falls wir noch eins brauchen. Okay. Also die bauen ja jetzt das erstmal ab. Das bedeutet, wir müssen jetzt warten, dass das abgebaut wird, damit hier die Häuser ihre Muschelbedürfniserfüllung haben. Also 8 Sekunden noch und dann gucken wir einfach mal, wie es weiterläuft. Mehr zu bauen bringt ja in dem Fall auch nichts, weil das wiederum Arbeitskräfte erfordert und wir keine Arbeitskräfte haben, die wir da irgendwie hinpacken könnten. Deswegen, während unsere Muscheln da jetzt also hintransportiert werden, schaue ich mich nochmal um, ob irgendwas abgebaut werden kann, was hier schon mal vorher irgendwo gewesen ist, aber es sieht nicht so aus.
Das macht die eigentlich hier im Hauptlager. Das zeigt einfach nur an, was... Aha. Ist es jetzt schon angekommen? Sieht man das irgendwo anders noch? Nee, ne? Was ist das? Ah, okay. Ach, man kann die Spielgeschwindigkeit sogar erhöhen. Ah, okay, und jetzt haben wir das. Jetzt haben sie auch ihre Muscheln bekommen. Ja? Ja, 12 pro Minute. Your flock's primal desires and cravings have been salted, my high priest, rendering them content and most significantly more devoted and productive in service to our sacred cause. Behold, your devoted acolytes stand ready, their zeal renewed, their faith unwavering, and eager to advance our noble pursuit. Nice. Kein Feuer mehr. Your men have spotted a lone boat near our shore. Ja. It is in a dreadful condition. If souls are on board, we shall seize them and use their essence to deepen our faith. Ja, Mann. Ankunft. Ein einzelnes Boot, stark mitgenommen, ist auf wundersame Weise am Ufer gelandet. Seine Passagiere klettern ungeschickt an Land, fallen auf die Knie und küssen den Boden. Sie erzählen von Träumen, die sie hierher gelockt haben. Dein Priester schlägt vor, dass du einige von ihnen aus Dankbarkeit für dieses Geschenk deinem Fürsten opfern solltest. Wir haben die Möglichkeit, entweder wähle den Schwächsten aus, befiehl, dass das Blut für ein Ritual verwendet wird. Heißt die anderen in der Herde willkommen, denn ihre Berufung hat gerade erst begonnen. Klingt gut. Oder, also wir kriegen dafür 10 Fanatismus und 11 Obdachlose. Oder wir nehmen 12 Obdachlose, indem wir keinen opfern und sie in der Herde willkommen heißen. Denn dies ist ein Zeichen deines Gottes und alle werden nützlich sein. Nein, wir opfern einen. Okay, das Performance Center. Das Performance Center zeigt den Status jedes Produktionsgebäudes an. Du kannst mühelos die Performance einzelner Arbeitsplätze überwachen, zusätzliche Arbeiter zuweisen oder sofort auf die Anzeige des ausgewählten Gebäudes zugreifen. Das ist auf der linken Seite, okay. Und zwar, oh. Fulfilling the people's needs amplifies our faith income. Let us bolster our cult and see it flourish. Yo. The cult expands, its tendrils stretching beyond control. High Priest, let us convene in the main storage. I have a proposal for maintaining order. Alles klar. Vorher, lasst mich noch ganz schnell Häuser bauen, damit wir auch allen hier ein Obdach bieten können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Könnte stimmen. Erziele mindestens 350 Glaubenseinnahmen durch die Bereitstellung von Behausungen und die Erfüllung von Bedürfnissen. Genau, das ist also das hier. Das steigt gerade schon, weil die Häuser gebaut werden. Betrete das Hauptlager, um mit dem Kultist zu sprechen. Vorher. Hat jemand Bock, Muscheln zu sammeln? Eieiei. Horatio Shunt. Los geht's. Und ihr seid... Was seid ihr? Blutentnehmer. Okay. Ja, 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 ja. Und hier? Die sind schon alle dabei. Gut. Dann gucken wir erstmal, was will er denn? Ordnung im Kult. Mein Hohepriester, als du diesen Weg zum ersten Mal erleuchtet hast, standen wir mit nur einer kleinen Herde an unbekannten Ufern. Jetzt, an diesem heiligen Ort, an dem sich unser Schicksal festigt, sprechen Neuankömmlinge von Träumen, die sie zu uns ziehen, und es werden sicherlich noch viele mehr kommen.
Wir müssen durch Zeremonien für Ordnung und Ehrfurcht sorgen. Bitte nimm dieses Messer, das ich am Rande des Abgrunds gefunden habe. Benutze es, um deine Autorität zu behaupten. Ich nehme die zeremonielle Klinge. Wololo. Jawohl. Do not hesitate. Build the ceremony hall. Wow. Alright. Baue eine Zeremoniehalle. Da ist das nicht. Dann vielleicht schauen wir. Nee. Muss ich das erst wieder freischalten? Ja, muss ich. Okay. 15. Aha, jetzt können wir auch endlich hier diesem... Oh, es geht noch weiter unten. Noch runter. Das habe ich gar nicht gesehen. Interessant. Okay, das ist einfach mal unglaublich viel, was man so machen kann. Die Kathedrale von Cthulhu. Eine heilige Salbenwerkstatt. Ja, ist ja auf derselben Schwelle. Ist also gleichberechtigt. So. Nicht genug Muscheln, habe ich gelesen. Okay, das kostet diese Einheiten hier. Wie heißt die Einheit? Gunst. Es kostet Gunst. Okay, also dann müssen wir natürlich hier wieder was schnitzen. Damit das passt. Und hat genau gepasst, jawohl. Habe ich mich Gott sei Dank nicht verzählt. Diese komplette Straße hat den Einfluss. Solange das macht, da kann ich noch mal gucken, gibt es denn vielleicht eine andere Arbeitskraft, die besser ist beim Muscheln zu Umgang? Jawohl. Sifania Munro. Diese Namen. Wenn ihr irgendwelche Rollenspiele spielt oder Pen and Paper oder sowas, hier habt ihr wunderbare Namensvorstellungen für NPCs oder für euren eigenen Charakter. So. Sehr gut. Die Muschelsammler sind da, wo sie hingehören. Wir wollen jemanden hier zum Holzfällerlager schicken, denn der hat mehr Bock drauf. Dann kannst du nämlich weg. Und du kommst dazu. Und da möchte jemand ins Sägewerk. Das ist auch kein Problem. Da machen wir unseren Maiskocher hier weg. Und hier ist das Sägewerk-Männchen. Wunderbar. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das eben so richtig erlesen habe. Aber es kann sein, dass das hier nur noch 18% wirklich guten Ertrag macht, weil einfach alles andere drumherum jetzt schon weiter weg ist. Dementsprechend. Geil. Jo, Junge. Komm klar. Dementsprechend werde ich mal ein bisschen expandieren. Und ein weiteres Sägewerk, ein Holzfällerlager erstmal bauen, genau. Wo habe ich eben die Straße gebaut? Hier. Ja gut, dann halt dahin. Muss die Straße noch ein bisschen erweitert werden. So. Und gleichzeitig auf der anderen Seite... Ach, jetzt verstehe ich auch diesen Umriss mit den ganzen Prozenten. Okay, okay. So. Es ist Quatsch eigentlich, das hier zu belassen, hier zu halten, weil ich das ein bisschen blöd gebaut habe, könnte man sagen. Aber noch lasse ich es.
Wir bräuchten theoretisch nochmal so viel. Gott sei Dank reicht das. Und dann machen wir das Ganze noch einmal. Und dann können wir nämlich unsere Zeremoniehalle bauen. Und da können wir doch jetzt gleich mal, ja, hier hingucken, sehr gut. So, das ist jetzt natürlich noch nicht hundertprozentig richtig, weil, nein, da wollte ich gar nicht hin. Hier. Es ist ja Quatsch, dass die hier arbeiten, wo sowieso kaum noch Produktion ist. Und deswegen weisen wir hier die natürlich zu. Perfekt. Jawohl, so soll das sein. Und dieses Sägewerk hier, würde ich sagen, reiß mal ab. Jetzt könnte ich hier noch ein Haus hinbauen. Oder? Ich mache einfach noch eine Bauhütte. Um noch mehr Bauarbeiter gleichzeitig an Gebäuden bauen zu lassen. Das Sägewerk produziert fein was. Das hat immer schön Nachschub erstmal. Ich denke, das sollte auch reichen. Jetzt haben wir genug davon, um uns diese Zeremoniehalle leisten zu können. Juhu! Und dadurch können wir jetzt auch gleichzeitig noch ein paar Muschelsammelstationen bauen, wenn das notwendig sein sollte. Zeremonien, die verschiedene Boni und einzigartige Belohnungen bringen. Ja, jetzt haben wir natürlich nicht genug Holz, weil wir so viel schnitzen mussten. Das heißt, wir warten noch ganz kurz, dass hier schön gebaut wird. Da können wir nochmal gucken. 111%. Das Sägewerk. Ah, ist das zu weit weg? Beziehungsweise, also es ist bestimmt zu weit weg. Und die bringen jetzt Holz dahin, ja. Okay, das ist tatsächlich jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig, dass das so weit weg ist. Dann bauen wir doch noch ein Sägewerk. Hier so hin. Und das Teil. Ist das gerade irgendwie beschäftigt? Sieht nicht so aus. Dann können wir das nochmal abreißen. Dadurch kriegen wir Holz. Sehr gut. Ach, oh. Verdammt. Das war unbeabsichtigt. Hier. So. Sehr gut. Okay. Das wird gebaut. Können wir es uns leisten? Ne, es fehlen noch zwei. Gut. So, hier bauen wir dann gleich irgendwas anderes hin. Wir finden auf jeden Fall was. Was Schönes. Und hier weisen wir jetzt wieder unsere Arbeitskräfte zu. Haben wir noch irgendjemand anderen, der gerne mit Holz arbeitet? Oder Holz verarbeitet? Nein, aber nicht schlimm. Sind die nach Eifer sortiert? Nee, ist aber auch nicht schlimm. Ja, hier. Du siehst so aus, als ob du gut anpacken kannst. Also, wir brauchen noch 248 Glaubenseinnahmen. Dafür hilft uns höchstwahrscheinlich auch dieser Zeremonie. Ne, die Zeremoniehalle, nicht der Tempel. Okay. Da ist das. Gut. Naja. So, ich würde das jetzt einfach mal ein bisschen schneller ablaufen lassen. Das ist doppelte Geschwindigkeit. Okay. Kostet denn
kostet auch 2 Holz. Das ist schade, wir brauchen eigentlich Holz jetzt für die Halle. Das heißt, ich muss jetzt sparen, damit das losgeht. Wir sind bei 7. Noch ein bisschen schneller geht's auch. Jetzt haben wir 9. Wunderbar. So, heiliges Kanonenrohr. Du bist aber eine wunderschöne Erscheinung. Machen wir gleich hier an, oder? Stört ja keinen. Geil. Die erste Zeremonie. So, es ist immer noch in dreifacher Geschwindigkeit. Finde ich auch gerade angenehm, weil wir müssen ja eh warten, dass ganz viel produziert wird. Jawohl, da ist es. Is complete. Let us gather your faithful and conduct the ceremony. Lead them toward purity and faith. Lead them toward fanaticism. Fanaticism. Okay, so, dann bauen wir noch einmal das Muschelding hier. Einmal weiter aus, damit das auch noch gleich erledigt wird, aber vorher. Das Zeremoniegebäude. Das Zeremoniegebäude ermöglicht es dir, mit deinen Gläubigen in Kontakt zu treten, deine Stadt zu sehen und Zeremonien durchzuführen, die Belohnungen freischalten und den Kultfanatismus erhöhen. Ermöglicht die Durchführung von Zeremonien, bla 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 bla. Zeremonie beginnen. Ja, ich habe gerade irgendwie die Vorstellung, es könnte blutig werden. Aber was soll's. Okay, speziell. Zeremonielles Schnitzen. Schnitze ein göttlich inspiriertes Symbol in deine Anhänger. Interpretiere es so, dass es ihre Spezialisierungen ändert und den Fanatismus erhöht. Okay. Okay. ja. Also, wir bräuchten noch einen Muschelsammler und jemand, der sich mit dem Sägewerk auskennt. Wer ist denn arbeitslos? Ja, also, dann würde ich sagen, bevor du hier irgendwie weiter Blut entnimmst, schnitze ich bei dir was rein. Ach was, jetzt kann ich da selber... Eieieiei, was geht denn ab? Durch das Markieren von Anhängern kannst du ihre Spezialisierung ändern. Schnitze das gewünschte Symbol und schließe die Zeremonie mit der Schaltfläche Schnitzen beenden ab. Geschnitzte Symbole haben festgelegte Ergebnisse. Du kannst herausfinden, welches Symbol welches Ergebnis erzeugt und es zu deinem Vorteil nutzen. Das Buch der Symbole. Eieieiei, das ist ja mal eine mega gute Idee. Gefällt mir. Was habe ich gesagt? Sägewerk und Muscheln. Das sind die Muscheln. Hier. Ich bräuchte das. Okay, es geht immer nur eins. Ich muss also so einen Kreis... Ich muss... Ja... einen Kreis einritzen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, an dieser Stelle. Okay. Da würde ich jetzt gerne so viele verschiedene andere Dinge machen, aber... Ja. Wähle diese Interpretation? Nee, dann lieber doch nicht. Das wollte ich nämlich nicht. Tut mir leid, ich wollte keine Bettwäschewerkstatt für dich oder einen Glashersteller. Ich wollte, habe ich zu klein gemacht, scheinbar. Wo ist denn... Schmied, Sandgrube. Ah, hier. Das ist das. Okay, also es sieht schon sehr ähnlich aus, muss man sagen. Also ein kleines Symbol, eher so und die... Okay. Also muss ich das verwerfen? Ja. High Priest, suffering nobles, mark your people and guide them along the spiritual path in life.
Ah, das hat einen Cooldown. Marking the people sets their destined role within the cult. By your hand, your holy mandate is strengthening, as is your people's reverence, pushing them towards fanaticism. Ja. Okay, was haben wir denn? Holzfällerproblem. Die Menschen wissen nicht, was mit einigen der von ihnen produzierten Materialien geschieht. Sie sind überzeugt, dass sie irgendwo verschwinden, aber sie haben Angst, sich dem stinkenden Ende des Hofes zu nähern, wo seltsame Vertiefungen im Boden kaum zu sehen sind. Fürchtet euch nicht, ihr Gläubigen, unser Gott wird unseren Weg erhellen. Sieh nach, ob die fehlenden Materialien dort drinnen sind. Okay. Oder in vielen Folianten, die ich entdeckt habe, wurde eine abscheuliche Kreatur erwähnt, die tief gräbt und unersättlich ist. Sammle Materialien und bedecke das Loch. Mir ist Fanatismus gerade lieber als Holz. Deswegen bleibe ich dabei. Das finde ich gut. Wenn ich jetzt hier die Spielgeschwindigkeit erhöhe, ja, dann läuft auch das schneller ab. Gott sei Dank. Wir brauchen Muschelsammler. Haben wir keinen. Das heißt, ihr drei dürft Muscheln sammeln. Sind irgendwo welche nicht ausgelastet? Passt alles. Benachrichtigung. Ja, okay. Okay. Nein, das brauchen wir nicht. Entschuldigung. Das brauchen wir nicht mehr. Gibt es irgendwo... Wie viele Arbeitslose habe ich denn noch? Nur Arbeitslose anzeigen, bitte. 5. So. Machen wir hier gleich nochmal eine schöne Schnitzerei. Okay. Wir sind bei 102 immer noch. Warum nimmt mein Glaube ab? Ist das so gewollt? Ich denke nicht. Jawohl. So, dann können wir hier noch was erstellen. Eine Maisplantage. Wir brauchen... Machen wir erstmal die Maisplantage, bevor wir den Mais kochen können. Ich denke mal, das ist logisch. So, die Maisplantage. Ach, schau mal, dann ist doch hier der schöne Ort dafür. An sich bleibt es gleich. Leider können wir dann... Dann können wir auch das hier nehmen. So. Dankeschön. Oh, ja. Plantagen produzieren Waren auf Feldern. Um Felder zu bauen, wähle das Felderplatzieren-Symbol in der Plantage. Ah, oh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich es nicht angemacht. Aber gut. Kein Ding. Wir haben ja vielleicht da noch ein kleines bisschen was. Ich bin hier. Arbeitet nicht. Warum wohl? Felder platzieren. Nee, das bitte nicht. Können wir das hier nochmal wegnehmen? Nee, können wir nicht. Ah, dann ist es jetzt so. Du willst zum Mais. Und du willst zum Mais. Zwei? So, dann habe ich ja eben irgendwo einen weggenommen beim Sägewerk. Sägewerk, will noch irgendjemand zum Sägewerk? Nee, dann machst du das jetzt da noch mit. Und... Du willst noch. Drei Arbeitslose... Ihr dürft da erstmal mitmachen, ja. So. Was ist dieses tanzende Auge?
Okay, ja, dass das nicht optimal ist, das ist mir schon klar. Das habe ich eben selber mitbekommen. Aber wir haben ja jetzt auch noch keine andere Möglichkeit. Hier. Here we go. Los geht's. Umhangschneider. Irgendein Umhangschneider. Jawohl, hier, der. Zenobia Ward. Los, bei dir schnitze ich jetzt was Schönes rein, nämlich, bei dir schnitze ich rein. Nein. Was hat man eben? Den Maiskocher, da haben wir eigentlich welche, aber hier Plantaten. Eine Bierbrauerei, nee. Wo ist denn. Ach, hier ist das Mais. Wow, okay, also ein. Puh, ja, eine große Fläche unten etwas über dem Po. Das kriegen wir. Vielleicht hin, vielleicht auch nicht. Sehen wir jetzt gleich. Ab wann geht's los? Hier. So. Na. Also. Los. Ja. Das ist doch die Maisplantage, die wir wollen. Ja, Mann. Okay. So, Maisplantagenfrau. Zenobia warst du, ne? Ach, ihr wart alle sehr gut da drin. Jetzt habe ich aber noch eine. Das ist nicht schlimm, denn wir könnten ja auch einfach. Warte mal, können wir hier. An der Stelle geht's nicht, weil es direkt damit angebunden sein muss. Ja. Ach, sind. Ja. Und jetzt sind sie glücklich. So geht's also auch. Okay. Okay. Könnten wir was anderes noch probieren? Könnten wir, haben wir aber keine Materialien zu. Das heißt, wir müssen uns wieder damit begnügen, damit wir dann unseren Maiskocher holen können, haben allerdings zu wenig Arbeitskräfte dafür. Wir brauchen weiteren generierten Glauben. Ja, und dafür brauchen wir Mais, damit die glücklich werden. Okay. Tatsächlich scheint das der Grund zu sein, warum es noch nicht geht. Das könnte sich jetzt ändern, wenn wir unseren Mais herstellen. Maiskocher. Direkt neben der Plantage. Jawohl. So, jetzt brauchen wir hier 5. Eieiei. Ja, dann machen wir jeweils von den Muschelsammlern einen weg. Wer ist denn gut im Maiskochen? Die wäre jetzt bei den Holzfällern. Wir haben gerade sehr viel Holz. Gut. Gekauft. Ansonsten. Hier. Die ist bei Muschelsammlern. Passt auch. Ist gekauft. Und sonst niemand. Aber auch ein Muschelsammler. Ja, anstatt Schafe. Und. Was bist du denn? Ach so, war beim Maiskocher, ja. Ach so, jetzt ja, natürlich. Nehmen wir erstmal den. Dann nehmen wir nochmal den. Und jetzt muss ich gucken, jetzt dürften es alle 5 sein. Ja. Okay. So, irgendwo hier.
Habe ich jetzt jemanden zu viel weggenommen? Das heißt, von dem anderen Holzfällerwerk vielleicht? Oder von... Hier. Die hier. Da kündige ich jetzt diesen. Und packe den da rein. Ich dürfte jetzt keinen Arbeitslosen haben. Sehr gut. Lass mal erstmal so. Interagiere mit dem Vorboten. Ach, hier. Ja. Die Karte ist jetzt freigeschaltet. Sie ermöglicht es dir, die Situationen rund um dein Land schnell einzuschätzen. Um sie zu öffnen, wähle sie auf der linken Seite der Anzeige aus. High Priest, we must navigate the depths to claim distant shores and reach the unenlightened souls chosen to satisfy the hunger of our deity. Let's invoke the primordial might of our Lord Abyssal Servant, Azathia, to extend our dominion over further realms. Okay, also ich habe gerade verschiedene Sachen, die hier noch... Oh, was habe ich getan? Ach so, nee. Die hier noch aktiv gerade sind. Wir haben zu viel Holz, so wie es aussieht. Das heißt, wir machen jetzt auf jeden Fall hier eine weitere Schnitzerei. So, erstens das. Jetzt verlangsame ich die Spielgeschwindigkeit, weil wir haben jetzt gehört, wir sollten eine Ritualstätte bauen. Das ist doch bestimmt... Ach, wir könnten sogar noch ein weiteres Lager nehmen, okay. Jetzt kommen wir hier hin. Hier. 15 brauchen wir, ne? Gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Und dann können wir scheinbar auch mit Schiffen bald das einsammeln, was hier alles zu finden ist. Ein feindliches Schiff, alles klar. Und dann haben wir hier eine andere Kultistengruppierung, so wie es aussieht. Aha, interessant. Die dann wiederum, da können wir mal auf die Karte gucken. Oh, das ist ja nett gemacht. Also wirklich nett gemacht. Sehr schön. Traumschleier, das ist unser Hauptlager, die wir einnehmen, scheinbar einnehmen können, um unsere ganze Zivilisation, die wir natürlich haben, weiter zu verbessern. Und da sind wir. Das ist fertig. Wir brauchen noch einmal so etwas. Okay, okay. Also wir haben genug Holz, so wie es aussieht. Das ist schon mal gut. Ich werde mich nicht beschweren, dass ich zu viel Holz habe. Wie ist es denn jetzt mit... Sehr gut. Okay, also, das ist fast alles erfüllt. Dann können wir gleich unser Beschwörungsritual, jawohl,
um den Schrecken zu beschwören, die bereit sind, für den Alten zu kämpfen. Wunderbar. Aber wir könnten das jetzt auch hier noch machen, aber haben ja eh nicht so viele Arbeiter. Deswegen machen wir erstmal das, was wichtig zu sein scheint. Kaufen uns jetzt das. Beschwörungsritualstätte. Wird verwendet, um Schrecken zu beschwören, die bereit sind, für den Alten zu kämpfen. Wo muss das hin? Hier war doch irgendwo... Nee, hier muss das nicht hin. Aha. Direkt an den Strand. Dann machen wir das einfach so weit an den Rand wie möglich. Genau, weil dann höchstwahrscheinlich, das habe ich befürchtet, wir hier was erstmal abbauen müssen. Und dadurch, ja, das alles weg muss. Das kriegen wir aber gleich wieder. So. Und das kriegen wir wieder, indem wir die Straße hier wegbauen. Dann können wir hier noch ein bisschen was machen. Okay, das ist nicht ganz ausgereizt, aber dann ist es halt so. Schreckenbeschwörung. Für jeden mit einer Beschwörungsritualstätte beschworenen Schrecken muss ein Pfeiler kontrolliert werden. Um das Ritual zu beginnen, muss eine bestimmte Menge an Materialien geopfert und Anhänger für die Erhebung bestimmt werden. Okay. Okay, also hier draufklicken kann ich jetzt... Doch, kann ich. Alles klar, der Pfeiler. Um ältesten Schrecken zu beschwören und zu kontrollieren, solltest du Pfeiler errichten, deren Fundamente die antike Stadt Relier berühren. Pfeiler können nur an bestimmten Stellen errichtet werden. Ja, den haben wir ja schon mal erblickt. High Priest, a group of your acolytes have beheld something in the distant waters. Bless them with your presence, and they will unveil its nature. Ja. Ich muss erstmal Pfeiler bauen. Wo sind die Pfeiler? Kann ich die überhaupt schon bauen? Beschwörungsritualstätte? Das ist das Ding. Große Altäre. Opferaltar. Achso, das Wort, das stimmt. Wie heißt das? Ach, das ist das, genau. Dienste. Ältestentempel. Dann muss ich den auch erst freischalten. Pfeiler 15. Okay. Do you hear his whisper? Ja. So, und während das macht, was wollt ihr denn? Ankunft. Deine Leute zeigen auf ein Schiff, das sich langsam durch den aufkommenden Nebel kämpft. Ein Mann, der mit dem ersten Schiff angekommen ist, kniet vor euch nieder und versichert euch, dass er das Schiff erkennt. Auch sie waren Träumer, die sich darauf vorbereiteten, die Segel zu setzen, als seine Besatzung abreiste und viele weitere sollten folgen. Plötzlich stockt er, als etwas von dem sich nähernden Schiff fällt und im dichten Nebel verschwindet. Unser Fürst winkt, lasst sie kommen. Anhängerwellen. Neue Anhänger werden nach einer bestimmten Zeit auf deiner Insel eintreffen. Der Timer in der oberen Anzeige zeigt, wie viel Zeit noch verbleibt, bis die nächste Anhängerwelle eintrifft. Die Wellengröße kann mit Leuchtfeuer, Altar und Fanatismus geändert werden. Fanatismus kann sich auch auf die Wellendauer auswirken. High Priest, our Lord grants visions, beckoning people to our shores. Finde ich gut. Wir brauchen Arbeitskräfte. So, das ist jetzt gleich erledigt. Dann können wir jetzt Pfeiler errichten. They have arrived. The first of the faithful. Beckon to us by the grace of our God. Let us make the best use of this gift. Harness their toil and worship to strengthen our cause.
Wie viel kostet so ein Pfeiler? 3 davon. Und was noch? Glaube kostet das. Oh, viel Glaube. Können noch ein paar Häuser bauen. Alles klar. Ja, das sollte gehen. Das sollte auch noch gehen. Das auch. Perfekt. Okay, also tatsächlich sind dann die nicht mehr mit integriert. Ah, können wir nicht, weil Glauben fehlt. So, haben wir gemacht. Beschworene Schrecken, Pfeilerlimit. Ja. Also wir könnten jetzt das Beschwörungsritual durchführen. Unser Glauben steigt wieder, das finde ich sehr gut. Wir haben genug Arbeitskräfte. Mit diesen Arbeitskräften können wir ja jetzt gleich noch unsere Arbeitsplätze auffüllen. Haben wir irgendjemanden, der hier passt? Wir haben bitte nur die Arbeitslosen anzeigen. Den Maiskocher, gut, den Maiskocher können wir dann da gleich noch mit einbauen. Wir haben ganz viele Steinmetze, das finde ich auch sehr schön. Das heißt, wir können hier erstmal auffüllen. Hier können wir auffüllen. Und hier. Damit sind alle wieder mit Arbeit beschäftigt. Das ist schon mal Punkt Nummer 1, was sehr gut ist. Der Pfeiler macht... Ja, macht erstmal nichts. So, wir können jetzt als nächstes... Wie heißt er? As-Artir. Beschwören. Und dadurch auch endlich wahrscheinlich neuere oder größere Reichweite erringen. Wie heißt das hier, der ältesten Tempel? Wo ist denn der ältesten Tempel nochmal? Hier. Kostet 500 davon und so viel, weil die natürlich jetzt hier ein bisschen unglücklich sind. Die haben zwar ganz viel Muscheln und so weiter, aber kein davon. Aber das zeige ich euch noch. Und danach... Schauen wir mal weiter. Ein schneller, aber zerbrechlicher Schrecken, der seine Feinde aus der Ferne angreift. Alles klar. Können wir jetzt tatsächlich leider gar nicht machen, so wie es aussieht, weil wir nicht genug Glauben haben. As-Artir. Ja. Wir brauchen Blut und wir brauchen Glaube. Soweit sind wir jetzt leider noch nicht. Deswegen, die nächste Welle kommt gleich. Und bevor die nächste Welle eintritt, werde ich das ganze Spiel jetzt mal pausieren und beende erstmal hier diese kleine Eröffnungsspielerei mit euch. Denn ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Eindruck gewonnen, dass das Spiel scheinbar relativ groß ist und das Ausmaß, was es alles anbietet, dann doch so viel zu sein scheint, dass man sich hier ziemlich dolle reinfuchsen muss, um das zu... schaffen, was man da noch schaffen möchte. Es gibt sehr viele Optionen, was generell sehr gut ist. Und es gibt die Möglichkeit, sich hier in seinem ganzen Glauben so weit auszubreiten, dass man sagt, ja, ich möchte gerne, dass meine Gruppierung dann doch so diesem Wahnsinn verfällt und alles andere über Bord wirft. Und Menschenleben sind zwar wichtig, was die Kultkultur betrifft, aber alles andere ist dann doch eher zweitrangig. Oder ihr sagt, Menschenleben sind wichtig und der Gott könnte ein wenig länger warten. Dementsprechend, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt's in die Kommentare, damit ich weiß, ob ihr vielleicht noch eine zweite Runde hier in diesem oder mit diesem Spiel sehen wollt. Das ganze Spiel Worshippers of Cthulhu oder Worshippers of Cthulhu ist von Crazy Goat Games entwickelt worden, ist seit dem 31. Oktober 2024 als Early Access auf dem Markt und kann zum Beispiel bei Steam gefunden werden. Auch da habe ich es gefunden. Ist relativ preiswert, muss ich jetzt auch von meiner Sparte aus sagen. Ich hätte mit einem Vollpreisspiel in dem Fall erstmal hier gerechnet, aber der Preis beläuft sich momentan auf unter 30 Euro. Zwischen 20 und 30 Euro. Wer also so interessiert ist
und sich vorstellen kann, dass er das auch hier noch mitmacht und auch so viel Geld übrig hat, dass er das hier auch weiter oder selber spielen möchte, um einen großen Alten zu erwecken, der sollte sich das dann definitiv auch gönnen. Ansonsten, es hat mir Spaß gemacht, euch jetzt hier mal diese erste kleine Runde zu präsentieren. Wie gesagt, wenn ihr mehr wollt, schreibt's rein. Ansonsten verabschiede ich mich von diesem Spiel und erstmal auch von euch. Ihr hört mich dann höchstwahrscheinlich erst beim nächsten Mal in einem der weiteren Hörbücher, die ich hier jede Woche hochlade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und vertagen!